Nico hat es angekündigt, die Fully Discount Klasse, quasi das Medion-Modell unter den Cube-Fahrrädern, das 160R. Das meine ich aber jetzt gar nicht negativ irgendwie, sondern du hast für knapp über 4000 Euro ein gigantisches Fahrrad mit einer gigantischen Ausstattung, was vom Preis-Leistungs-Verhältnis her so gefragt ist, dass du sagst, schaut euch mal hier an, ich habe noch welche. Stimmt das? Ja, also wie ihr in den verschiedenen anderen Videos ja schon gesehen habt, 140, 120 haben wir ja schon gedreht. Hier haben wir jetzt eins der ersten 160er Modelle. Die Zahl sagt Folgendes, nämlich wie viel Federweg Gabel und Dämpfer schlussendlich haben. Das ist relativ einfach aufgebaut bei Cube. Und in dem Fall haben wir das Stereo Hybrid 160 Race. Mittlerweile haben wir bei dem Modell ja immer, sage ich mal, das Kürzel vorne dran. Beim SL ist es das S, beim Pro ist es das P. Und Besonderheit ist ganz einfach, die Grundbasis ist eigentlich die gleiche wie im Modelljahr 2021, weil das Race immer noch auf dem Best 2, dem Bosch E-Bike System mit dem klassischen Performance CX funktioniert und 625 Wattstunden. Alles, was dann nach oben rauskommt, wird dann dementsprechend mit 750 Wattstunden und auch dem neuen Bosch Performance CX, der aber rein technisch nur neue Anschlüsse hat und sonst auch nichts weiteres. Das Design ist ein bisschen anders vom äußeren Cover, aber ansonsten die Grunddaten Performance CX, egal ob Best 2 oder Best 3, ist absolut vergleichbar. Nichtsdestotrotz, ja, auch wenn wir von der Einstiegsklasse sprechen, es gibt ja meistens auch immer noch Pro-Modelle unten drunter, ist das Race schon ein absolut gestandenes Bike, mit dem du es bergunter richtig krachen lassen kannst. Also da ist jede Möglichkeit gegeben. Wir haben hier auch ein vernünftiges Gesamtfahrwerk, also sprich mit einer RockShox-Dämpfer, RockShox-Gabel, in dem Fall mit der Domain-Gabel, auch wiederum 160 mm Federweg. Einstellungen in dem Sinn rein über Luft, das gleiche halt auch beim Dämpfer. Wir haben natürlich in dem Sinne hier in der Gesamtbasis reine Zugstufeneinstellungen. Irgendwo muss man dann natürlich halt auch mal abwägen. Heißt also verschiedene Modi, ob jetzt Trail-Mode oder ähnliches, geht in dem Fall nicht. Gesamtpreispunkt 4.199 Euro. Ich behaupte mal, für das Geld mit diesem Federweg, mit den Eckdaten Performance CX, 625 Wattstunden, Magura-Bremsanlage, hast du da ein Bike, was absolut tauglich ist fürs harte Gelände oder auch durchaus für den Bikepark-Einsatz. Also das tolle Rahmen ist Carbon? Nein, kein Carbon. Sag mal, der ist so gut gemacht. Doch, jetzt mal ehrlich. Doch, ist Carbonrahmen. Sorry, ich habe eben. Fehler. Nee, es ist gar nicht dein Fehler. Es ist mittlerweile so, dass du, wenn die Nähte noch verschlissen sind, ja, die mittlerweile durch Hydroforming so viel machen können, dass man immer dreimal hingucken muss mittlerweile. Aber es ist Carbon. Das heißt, ich krieg für 4.200 Euro einen Carbonrahmen. Ich habe den stärksten Bosch-Motor. Da sieht man auch schon so ein bisschen, wo die Reise hingeht. Mit Best 3 wäre das Ding jetzt wahrscheinlich 600, 700 Euro teurer. Und viele sagen, hey, der Motor ist der gleiche, langt mir. 85 Newtonmeter hat er auch. Display funktioniert. Kann man auch einiges sparen, oder? Die Performance ist die gleiche. Natürlich habe ich die Möglichkeit über das Neue, wir haben es ja auch in den verschiedenen Videos gezeigt, mit den ersten Modellen, ob Stereo, Hybrid 140, SL, TM, oder Reaction Hybrid EXC, das sind ja die Räder, die wir letzte Woche gefilmt haben, auch noch ein bisschen Spielereien über App oder ähnliches. Aber die Grunddaten, 85 Newtonmeter und alles, was den Akku angeht, sprechen wir ja wirklich nur über Reichweite, ist dann wirklich vergleichbar. Gut, ich bin immer vorsichtig, wenn ich sage, das ist jetzt in der Anmoderation natürlich so ein kleiner Aufmerksamkeitshieb, den ich dann gegeben habe, Discount-Klasse. Aber mit der Ausstattung Carbon, den Federwegen und allem drum und dran, da hast du Wettbewerber, da bist du deutlich über 5.000 Euro, oder? Ja, durchaus. Also Thema Preis-Leistungs-Verhältnis. Ich glaube, jeder, der sich mal mit anderen Marken oder im Markt umschaut, wird sehen, dass Cube einfach immer sehr, sehr preisaggressiv ist. Das ist einfach die Marke, damit sind sie groß geworden. Das ist auch eine Philosophie, die man hier einfach halt auch mit sich bringt. Nichtsdestotrotz ist die Marke mittlerweile auch in sich sehr innovativ. Also klar, alles, was das Thema in sich angeht, auch Carbonrahmen oder absenkbare Stütze, es ist im Großen und Ganzen wirklich ein Bike, was
komplett ausgestattet ist. Da fehlt jetzt nichts an dem Rad, wo ich sagen würde, damit müsste ich mich ein bisschen einschränken oder ähnliches. Pedale, die fehlen, ja, das haben wir ja auch in den verschiedenen anderen Videos schon angesprochen. Das ist einfach so. Derjenige, der ein Pedal haben will, muss, ob Klickpedal, Kombipedal oder ein Flatpedal, das ist heute immer separat und muss dazu zusätzlich einfach ausgewählt werden. Darf ich dir mal was sagen? Ich habe ja pandemiebedingt keine XT mehr hinten drauf, sondern eine Deore. Ich glaube, das weiß mittlerweile das ganze Saarland. Ich habe es gar nicht gemerkt, denn du hast zu mir gesagt, du kannst es teilweise auch gar nicht merken, weil dieses knackige Schaltgefühl kommt nämlich gar nicht aus dem Schaltwerk, sondern du hast mir erzählt, das kommt teilweise aus diesem Shifter, oder? Ja, knackig in dem Sinn muss man halt sagen, dass die SRAM-Komponenten eher knackig sind. Also Shimano ist eher smooth vom Schaltvorgang. Das heißt also auch hier bei einer SRAM hast du eher das, Gefühl, einen deutlich groberen Schaltvorgang zu haben. Das ist, desto hochwertiger wir gehen, wenn wir auf eine XT-Gruppe, also auf den Schalthebel gehen, merkt man das nochmal etwas intensiver. Nichtsdestotrotz, rein von der Funktion, funktioniert ein Deore-Schalthebel oder ähnliches genauso gut wie ein XT. Also genauso er gibt lange. Den Impuls, okay. Genau, es ist dann eher die Pflege, also das heißt auch nicht, nur weil ich XT oder XTR habe, muss ich da nichts mehr sauber machen oder pflegen. Ganz im Gegenteil, gerade die hochwertigen Komponenten benötigen halt auch eine gewisse Pflege. Mhm. So, das heißt 625 Wattstunden Akku, jetzt 27,5 Zoll, ich fahre ja selber einen 27,5 Zoll im Moment, die Wendigkeit ist schon enorm, oder? Ja, hier hat man einfach den Fokus darauf gelegt, im Gegenteil zu Scott, wo Scott ja komplett auf 29 Zoll geht, in allen Federwegsegmenten hier bei 27,5 zu verbleiben. Logisch, klar, das kleinere Laufrad ist halt einfach mal handlicher und wendiger und das Rad ist ja mit seinem Federweg auch so ausgelegt, wirklich abfahrtsorientiert in der Nutzung irgendwo halt zu sehen. Nichtsdestotrotz komme ich mit so einem Bike halt auch ohne Probleme berghoch. Nicht nur wegen dem Motor, sondern auch wegen der sehr, sehr guten Konstruktion des Hinterbaus, die sich ja durch alle Serien zieht, vom 120er bis zum 160er. Auch dann, sage ich mal, alles, was drüber geht, sind ja schon nochmals mehr die abfahrtsorientierten Bikes bis zum Downhiller hin. Ja, ganz wichtiges Bauteil sind die Bremsen. Eine Magura 4-Kolben-Bremsanlage. Das ist ordentlich, vorne natürlich auch 4 Kolben. Ja, also hier überlässt man nichts dem Zufall. Hier geht es wirklich darum, auch schnell den Anker schmeißen zu können. Man muss natürlich halt auch verstehen, ein E-Bike ist in sich viel, viel schwerer. Und da brauche ich halt auch eine gute Bremsanlage, um da wirklich gut verzögern zu können. Das ist ohne Zweifel. Ladebuchse, vielleicht nochmal die Details hier. Ja, also jetzt nicht nur ein Gummi, das ich aufziehe, sondern eine richtige Klappe. Das ist eine richtige Klappe, genau. Heißt aber auch, selbst wenn hier mal was kaputt geht, kann ich das austauschen. Also das ist alles gar kein Problem und ist wirklich ordentlich gemacht. Auch die Zugverlegung an sich, da gerade was auch die Kabelverlegung angeht, es gibt einen separaten Kabelkanal, der zwischen Akku und quasi dem Rahmen hier liegt, wo jeder Zug sauber seinen Platz hat. Früher war das noch ganz anders, da hat man dann mit Klebeband oder ähnliches die Leitung da reingeklebt und irgendwie hat dann der Akku auch noch da reingemusst. Jetzt ist es deutlich sauberer und ordentlicher, weil eine Bremsleitung irgendwo zu knicken oder zu quetschen ist dann für die Dauernutzung nicht so gut. So, nimm es mal bitte hoch, dann schauen wir mal drunter, wie das Ganze verbaut ist. Cube, der wahrscheinlich größte Fahrradhersteller Europas. Wir haben die Fertigung, wir haben sie uns angeschaut. Ich werde jetzt keinen Kommentar machen, wann der Film kommt. Aber das kann sich absolut sehen lassen, denn wenn du mal zur Fertigung gehst, da kannst du vom Fußboden essen. Das ist made in Germany. Das heißt, die fertigen oder beziehungsweise die assemblieren, da hat sich einer lustig gemacht, assemblieren sie Stellen zusammen in Deutschland. Mehr ist es ja auch nicht mehr. Das heißt also, aber das ist ein ganz wesentlicher Part, das Zusammenbauen. Oder? Ja, weil viele sagen, okay, das machen wir in Fernost oder ähnliches. Beim E-Bike ist es meistens schon noch europäisch, weil alles, was du natürlich dann als komplette Einheit fliegen lässt, ist natürlich zum einen halt auch schwer, gerade Akkus oder auch Motoreneinheiten. Bosch fertigt beispielsweise meist in Europa und somit macht es eher Sinn, die Komponenten von Fernost, ob das jetzt der Rahmen ist, ob das jetzt die Gabel oder ähnliches ist, was halt einfach mal sehr fernostlastig ist, dann über diesen Weg hier nach Europa kommen zu lassen und dann im Falle von Cube wird das dann in Waldershof assembliert. Das liegt in Bayern? Bayern, ja. Genau.
so nahe der tschechischen Grenze. PowerTube 625, hier sieht man, wie schön das aufgeht. Auch das hat mal gehakelt irgendwann mal, aber der 625er, das ist alles, als das rauskam, weißt du noch, wie wir das gefeiert haben, dass der X-System Generation 4, die Leute es abgerufen haben. Mittlerweile findest du ja, habe ich jetzt gesehen, letztes Mal ein Campingbike, hat da auch ein CX drin. Ja, es ist natürlich, Bosch ist da ein führender Hersteller, das muss man ganz einfach so sehen. Und jetzt das neue Best-3-System ist natürlich nochmal darauf aufbauend. In erster Linie natürlich halt auch ein komplett neues Bussystem, was natürlich mehr Möglichkeiten für die Zukunft halt auch lässt. Aber, wie eben auch im Scott-Video gezeigt gehabt, das bestehende System 625 Wattstunden Performance CX ist auch für das Modelljahr 2022 immer noch ein Thema, definitiv. So, wir sind in St. Wendel, das liegt im nördlichen Saarland. Dort bist du in einem Fachmarktzentrum neben einer ganz bekannten Shell-Tankstelle. Ich glaube, der einzigen hier an der B, was ist das? 41. B41? Mhm. Sicher? Gut. Siehst, jetzt haben wir es dreimal erwähnt, dass hier Leute auch ja behalten. Dann hast du noch ein zweites Ladengeschäft in Riegelsberg. Ja. Das liegt eigentlich unweit von Saarbrücken, muss man sagen. Für Frankfurter Verhältnisse wäre es ein Stadtteil von Saarbrücken. Aber nein, es ist da und da bist du Ortsausgang Richtung Heusweiler. Genau, richtig. Unmittelbar Nähe von Kaufland. Da sind wir natürlich auch schon ein bisschen länger. Aber wenn ich jetzt aus Saarbrücken komme, habe ich da, ich sage mal, gefühlte 10 Minuten, dann bin ich da. Gefühlt, sage ich jetzt mal. Also das ist eigentlich nur über die Autobahn und dann die Abfahrt runter und dann bist du quasi schon in Riegelsberg. Da musst du nur noch einmal komplett durch Riegelsberg durch und dann bist du aber auch schon bei uns. Ich brauche ja keinem Saarländer zu erzählen, wo Riegelsberg ist. Richtig. Aber das bedeutet, wenn ich das Video jetzt hier sehe, du hast einen Shop, da kann ich sie bestellen. Machen das eigentlich viele, sie bestellen im Shop oder kommen vielleicht aus Mannheim oder aus Frankfurt, holt es denn hier ab? Ja, immer mehr muss man sagen, weil viele finden ihr passendes Bike deutschlandweit nicht. Und dann suchen sie sich natürlich einen Händler, der immer noch in greifbarer Nähe ist. Ich sage jetzt mal für mich persönlich, Frankfurt ist alles kein Problem. Das aus Mainz auch schon mal angehabt? Ja, auch Trier. Aus Mannheim. Also alles, was jetzt in der Richtung kommt, selbst auch schon von weiter, Köln, Düsseldorf, Hamburg ist jetzt eher selten, aber auch da haben wir schon Kundschaft gehabt, wo dann die Räder durchaus mit einem Urlaub oder Ähnliches verbunden werden und dann abgeholt werden. Ja, ich zeig's mal gerade. Als du übrigens den Namen gegründet hattest, Recycle, da war das Recycling noch nicht so stark. Aber es heißt ja, wir fahren Fahrrad, glaube ich, oder? Genau, dafür steht das ganze Team ist mit dem Fahrrad unterwegs. Und schlussendlich ist es die Erfahrenheit zum Produkt selber, weil wir es selber natürlich halt auch nutzen. So, lass mal runter. 160R steht für Race. Da kann ich das Schild nämlich nochmal abfilmen. 4.199 Euro. Also ich persönlich würde ja empfehlen, also wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, fahre ich jetzt in 27,5. Na, wirst du scharf? Was ist mit deinem Schildchen? Du musst das mal ändern. Nico, ich krieg's nicht scharf. Also das Cube Stereo Hybrid 160 HPC. Und HPC steht für Carbon. Genau. Und dann fehlt noch das Race. Das kannst du jetzt gerade nicht lesen, weil der Name zu lang ist. Und hier steht's im Endeffekt. Mein Gott, liebe Sony-Leute, schick mir eine neue Kamera. So, Frame Size M. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Heute aus St. Wendel, 14. Dezember 2021. Tschüss. Ciao.